Willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Ja, wir haben immer noch nicht alle Türmchen, aber es geht jetzt mal wieder weiter. In die Richtung ist das Ganze. Wuhu! Bein gebrochen. Ja, also wie gesagt, geht jetzt weiter. Machen wir jetzt mal einen Templar-Layer und dann werden wieder Türmchen bestiegen. Ich meine, ich kann jetzt nicht einfach 6 Stunden lang nur Türmchen besteigen, sind doch ein bisschen langweilig, immer wieder zwischendrin. Muss man was anderes machen? Jetzt die Frage, wie komme ich ins Arsenal? Geht also auf dem Weg. Gucken wir mal. Geht nicht. Da müssen wir den Eingang finden oder uns zur Not wirklich reinkämpfen. Ja, also man sollte nicht einfach anfangen, die Fische hier zu fressen. Wer hätte das nur gedacht? Kommen wir auf dem Weg rein. Ins Arsenal. Ansonsten ist nämlich dieser Punkt hier abgesperrt, glaube ich. Ein großer Teil ist nicht zugänglich. Irgendwas ist da. So. Gut. Rein in die nächste Nebenmission. Und geschaut, was dort so passiert. In dieser Folge. Folge 46, glaube ich. Ja, wir geben 46 Folgen. Und wir sind noch lange nicht am Ende. Also wir schaffen die 70 Folgen. Bestimmt. Vielleicht sogar 80. Aber das wird nichts gegen die Anzahl an Folgen, die wir für Red Dead Redemption brauchen werden. Da wird echt übel. Wie viele Folgen wir dafür brauchen werden. Ach, das war das mit dem ganzen Tauchen allem. Ich erinnere mich, hier musste man ganz, ganz viel tauchen. Das war die Folge. Die Folge, die Nebenmission. Aber die war echt cool. Und vor allem ist hier eine richtig coole Verfolgungsjagd, glaube ich, auch dabei. Wenn ich mich noch recht erinnere. Da waren es nur die Kletterpartien. Ich weiß es echt nicht mehr. Also es war viel, viel Cooles dabei. Tschüss. So. Man kann natürlich alle einfach umbringen. Das kann man machen. Ist auch nicht der verkehrteste Weg. Muss man auch ehrlich mal sagen. Ja, warte mal, hier kann ich hoch. Darüber. Ja, du kennst mich. Und jetzt noch besser. Hihi. Tot. Oh. Ist er kaputt? Also ich weiß nicht, das habe ich auch mal so an Actionspielen, stört mich das. Also normalerweise unterhalten sich ja so ganze Leute. So Mitarbeiter von Konzernen und nichts anderes sind ja diese Templer-Organisationen. Anstelle, dass sie sich alle mal dazu anstrengen würden, irgendwie mit Fernkampf uns umzubringen, nö, gehen sie immer noch in Nahkampf. Das ist mir echt ein Rätsel. Warum sie sich diesem Risiko aussetzen. Die müssen doch inzwischen echt gelernt haben, dass Ezio ihnen einfach überlegen ist. Ja, das war diese coole Kletterpartie. Die war echt cool. Wenn man dabei nicht versagt. Was leider sehr leicht passiert, wenn man spielt wie ich. Es keine wirklichen Rücksetzpunkte gibt. Zumindest am Anfang nicht. Relativ bald nach dem, wo wir gerade gewesen wären, wäre ein Rücksetzpunkt gekommen. Naja. Man kann nicht alles wollen. Und ich meine,
Ja, so ein kleiner Fehler, den verzeiht ihr mir doch inzwischen. Faktisch nebenbei. Seid ihr ja gewöhnt, dass ich einfach unfähig bin zu spielen. Aber ich find's cool, wie gut jetzt das Halo Let's Play ankommt. Ich meine, mich wundert's zwar ein bisschen, dass erst die ganzen Lobeshymnen mit Halo 3 angefangen haben. Also dem letzten Teil von den Halo-Spielen, die wir angefangen haben. Das finde ich echt ein bisschen komisch. Aber ich will mich da... Warum kann ich denn nicht die Fernkampfsachen auswählen? Komisch. Komisch, 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 komisch. Naja. Aber ich will mich auch nicht beschweren, wenn wir denn endlich mal Fans haben, also... Und ja, liebe Fans, auch wenn ihr uns das nie glauben wollt, wir machen den Kram wirklich nur für euch. Wir spielen nicht, wir sind keine Let's Player, weil wir unbedingt da Geld verdienen wollen ohne Ende. Nein, wir machen das wirklich aus Spaß an der Freude, um euch zu unterhalten. Wenn wir natürlich damit irgendwann mal Geld verdienen sollten. Ist das ein dankbarer Nebeneffekt, den wir gerne annehmen. Aber wir machen das auch weiterhin nur für so wenig Abonnenten. Muss man an der Stelle auch einfach mal sagen, auch wenn das natürlich letzten Endes für den Erfolg des Kanals natürlich negativ ist. Weil, ich meine, wir haben offen zugegeben, wir machen das auch wenn ihr nur so wenig bleibt. Aber es ist halt einfach so. Wir machen das aus purem Spaß an der Freude. Gut. Muss ich jetzt lang? So. Gut, das scheint zu passen. Und jetzt müsste der Verfolgungsteil eigentlich kommen. So kill me then. At least I will have my honor, unlike the son of a pig farmer standing in front of me. Das klingt irgendwie gerade ein bisschen komisch. Hat aber ja schlechte Manieren. Aber das fand ich halt auch cool. Das war mal halt was anderes. Trying to break into the treasury is a serious offense. We needed him to build the ships. Now I'll have to go find another shipbuilder. Next time inform the watch when you question an intruder instead of dealing with it yourself. Asino. Ja. Aber ich fand es halt auch mal insoweit ganz cool, dass halt mal echt es eine andere Art und Weise war, wie der Rücksetzpunkt entstanden ist. Ja. Den wir dann auch jetzt gleich brauchen. Ich depp. Irgendwo hier hinten war der Rücksetzpunkt. Genau, hier. So. Also, erneut probieren. Ja, den musst du finden. Allerdings würde ich mir da keine großen Gedanken machen, dass ich den irgendeiner Weise hier gefährlich werde. Die Frage, wo geht's weiter? Hier hoch? Da lang? Ja, sorry, dass es jetzt vielleicht nicht so dramatisch ist, wie das eigentlich sein müsste. Ach, fuck it! Ja, irgendwie will das nicht so, wie ich das will. Scheiße.
Aber ich werde das schon noch hinkriegen. Nach 200, 300 Versuchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich es irgendwie hinkriege, doch recht hoch. So, jetzt da hinten lang. Nein, nicht erneut runterfallen. Lieber hier lang. Und hier weiter. Gut. Muss man sich echt stark konzentrieren. Wo ist der inzwischen? Nein! Fuck it! So, wie komme ich jetzt wieder zu dem Punkt hin, wo ich hin muss? So auf jeden Fall nicht! So nicht. Also hier in den Schiffsbauch rein. Einmal Spacing hin? Nein, nicht wirklich. Allerdings ist das Schiff irgendwie komisch aufgebaut. Irgendwie, ne? Aber komisch aufgebaute Schiffe, das ist ja Tradition der Serie. Das hat ja Assassin's Creed 3 auch wieder gemacht. Nur, dass es da die Möglichkeit gab, dass man dabei verreckt ist. Deswegen die Mission dort richtig scheiße war. Hier kann man ja nicht bei drauf gehen. Das ist schon sehr, sehr, sehr anstrengend, dass man hier drauf geht. Hier kannst du ja nur einfach falsch rennen. Aber ich finde es cool, dass der auch so rennen kann wie ich. Der ist bei den Assassinen besser aufgehoben als bei den Templern. Ja. Was macht er denn da jetzt noch? Rennt hier alles noch weiter. Kill the assassin. Wie er dann immer anfängt weiter zu rennen, wenn man ihm nahe kommt. Hey, what's wrong with you? Dipshit. So, hier wieder reinzukommen ist ja wieder kein Problem. Es gibt ja immer ganz, ganz praktische Hintereingänge. Und tschüss. Ich habe die Killstreaks, gab es hier noch nicht. Die wurden, glaube ich, mit Brotherhood eingeführt. Hier musste man noch ab und an so ein bisschen kämpfen. Brotherhood gab es ja dann die Killstreaks, die man machen konnte. Ninja Chiefen war, glaube ich, eine 50er Killstreak. Hab ich, glaube ich, nicht hingekriegt. 25 habe ich, glaube ich, noch hingekriegt, aber 50er nicht. Aha. Ja? Ach so. Damals. Bres B, du open. Ja, super. In einer Folge haben wir es geschafft. Das sieht doch mal nett aus. Da hinten glitzert es ganz toll. Und umfangreich und viel. Im Arsenal. Ha, ganz, ganz viel Geld werden wir jetzt kriegen. Naja. Insgesamt jetzt auch geldtechnisch nur so mittel, oder? Waren es jetzt 2000 bisher? Ja, nochmal. Wahrscheinlich 4000 oder so, hä? Hm. Dafür, dass es angekündigt wird mit, hier gibt's richtig, richtig viel Geld. Ja, 4000. Bisschen wenig. Gut. Jetzt habe ich alle Templar Treasures. Zumindest müsste ich alle haben. Drei Stück haben wir, glaube ich, jetzt gemacht. So müsste es sein. Wir haben alle Assassinengräber. Da
Das sieht doch alles ganz gut aus. Jetzt heißt noch den Rest kaufen, den man noch kaufen kann. Viel ist es ja nicht mehr. So. Gehen wir hier mal raus aus dem Boden. Und dann haben wir eigentlich eine gute Quote. Also es fehlen natürlich die Glyphs, die fehlen noch, die Federn fehlen. Aber das sind so Sachen, die ich ehrlich gesagt nicht wirklich einsehe. So, jetzt bin ich wieder Anonymous. Das ist gut. Ja, wir müssten nach Monte Jordi mal wieder zurück. Bouches. So, das Knife Belt Upgrade. Und hier fehlt uns noch was. Okay. Ech. Nur ein ruhiger Tag. Vielleicht sind hier 2000 drin, das wäre cool. War das nächste kaufen. Na, 1000. Okay, dann holen wir uns gerade mal da oben ist das nächste. Gut. Und das ist das Ende dieser Folge. Also, tschüss, macht's gut, bis denne.